zeigen jetzt den Nachwuchs. Und das ist kein Spaßrennen, sondern wir haben für unsere allerkleinste Klasse die besten 10 aus Deutschland eingeladen, nämlich die Top 10 vom ADAC Bundesendlauf, die hier mit einheitlichen Motorrädern, zwar in Rot, in Weiß und Orange aus dem Hause KTM, Gas, Gas und Husqvarna kommen. Und die fahren mit ihren E-Bikes und schaut euch das mal an, wie die gleich angasen. Hier kommen unsere E-Kids. Let's go, Dortmund! Startplatz 2 für die 253 in leuchtend gelb. Michel Baller steht. 5 Runden hier in Dortmund. Hier sind die E-Kids. Ballerstedt ist hier beim Start nach vorne geschossen mit dem gelben Jersey, die 253. Aber John Engel, unser Schnellster im Training, versucht da außenrum das sofort wieder richtig zu stellen. Also, klasse Sport hier von unseren Jüngsten. Werden uns um den zweiten und den dritten Platz, wie es aussieht, ein richtig geiles Finale liefern. Aber wer wird Zweiter, wer wird Dritter? Wer gewinnt das Ding und vor allem, wer entscheidet den Rest des Podiums für sich? Auf der 2 Dortmund, Michel Ballerstedt! Haben es also noch mal richtig spannend gemacht, unsere E-Kids, um die Podestplätze. Platz Nummer 2. Heute Nachmittag beim Training war ein bisschen verzweifelt, hat ein paar Mal den Leben geküsst. Jetzt aufs Podium geschafft, unser Schnellstarter, Michel Ballerstedt. Klappt ja immer besser. Nur noch ein kleines Stück bis ganz nach vorne, ne? Ja, ist aber schon schwer. Ja, ne, ist schwer. Wie lange fährst du eigentlich schon Motorrad? 5 Jahre. Wie alt bist du? 8. Okay, gut. So, ne? Der eine kann mit 3 noch nicht Fahrrad fahren. Was denn? Ich bedanke mich an Charlotte für das Motorrad, an meine Sponsoren und an das Publikum, weil ihr sehr laut wart.